Das werden wir jetzt rausfinden. Und Ich habe keine Ahnung. ich auch nicht. Ach, ich weiß wo, bei dem einen Ausgang. Wir sind oben bei Road to Customs. Oben rechts? Nee, oben links. Oben bei Road to Customs, bei dem Exit Ach sind so, wir da. gespawnt. Oh fuck. Ja, jetzt sehe ich es auch. Ja, dann lass uns hier mal hinlegen und lass uns mal kurz warten, bis die weg sind. Ja, dann hätte ich gesagt, gehen wir runter, hä? Quasi hier jetzt die Straße runter. Unten am, ja, wir könnten theoretisch auch zum Radio Tower und die Störsender machen, aber ich will eigentlich erst diese scheiß Waffe wegkriegen. Sehe ich ein. Ja, können wir machen, so Ja, wie du gell, oder? denkst. Das sind beiden Quests. Wenn du meinst, es ist für dich sinnvoller. Ne, weil ich schlepp die ganze Zeit die Waffe mit mir rum, weißt du, die ist scheiße hoch 12. Es ist, Ja. Wir müssen beim Tunnel raus. Okay, ja. Macht Sinn. Ah ja, dann gehen wir hier unten die Straße runter. Beim Kran geben unten das Ding ab. Ja. Dann können wir uns überlegen, ob wir dann immer zur Wetterstation gehen oder ob wir uns Abflug oder einen Abflug machen. Gucken wir, wie das Wetter ist. Wenn wir die Straße runtergehen, sind drei Spawns. Drei mögliche Spawns von Spielern. Dass du schon mal Bescheid weißt, dass da. Dann gehe ich da schon mal einen Schritt da reingucken. Sag Bescheid, wenn ich einen Headshot krieg. Junge, geht's Komm, wir los? gehen. Los. Ja, ich bin schon ein Stück vor. Ach, das sehe ich gern. Ja. Ich guck mich hier mit meinem Zielfern rum und komme mir ganz toll vor. Ja, die sind alle beim Resort. Blöde ist jetzt auch, ne? Wir kommen auf Press. In Anführungsstrichen. Wenn du so siehst, von der falschen Seite. Ich weiß. Das war ja klar, ne? Ja. Ich aufpassen, dass da kein Scav Ja, ist. ich guck den gerade ab. Sehen tue ich nix. Durchrennen. Hier ist Mapbrand, deswegen. Wie weit bist du denn da? Ein Ping macht gerade die Grätsche. Sauber, macht immer wieder Spaß. Weit weg. Los. Ein bisschen abgeschlagen, aber ich rück gleich auf. So, bin dran. Safe aus. Zumindest sehe ich jetzt auch kein Scaff oder sonst irgendwas vorne. Und im Wald. Ja, sobald man reingucken kann, sehe ich auch erstmal nichts. Wäre schon so wahnsinnig, ich gehe auf der Straße lang. Ne, ich gucke auch in den Wald, deswegen ich gucke Ich auf guck die auch. Straße wegen den Scavs und in den Wald wegen den Playern.
wirklich beschissenes Gelände. Weiß ich. Ich bin ein richtiges Stück hinter dir rechts. So, bin wieder da. Lang. Ich bin oben auf dem Hügel. Ohne eins. Ich bin oben auf dem Hügel. Ja, ich auch jetzt. Ich wollte nur gucken, ob ich unten was sehe. Mal rechts in den Wald. Oh, mächtig viel Freischussfeld. Eieiei. Sehe ich nichts. Gut. Wir nähern uns meinem Lieblingsbereich. Mhm, ich weiß. Ich gehe oben lang. Ja. Zumindest hier den Hügel abchecken. Ja, alles gut. So. Bin dann jetzt mal so bescheuert und komm hier nicht drüber. Okay. Elite-Soldat, sage ich nur. Geradeaus durch und versucht da wie besprochen oben rechts auf den Hügel zu kommen. Ne? Hm, fuck, wenn da einer sitzt. Dann hat er jetzt leichtes Spiel. Oh fuck, ein hat der Skeff dich gesehen? Ja. Ich sehe den Drecksabfluss nicht, das ist mein Problem. Bin am Platzieren. Endlich. 10. Fünf. Das habe ich auch gekriegt. Natürlich einen am Arm bekommen. Nicht das im Liegen platzieren, da muss ich mich echt hinknien für die Scheiße im Boot. Aber die Waffe ist schon mal weg. So geil. 20 Sekunden. Warum steht der Gegner immer so nah dran, wenn ich den Scope drauf habe? Gehen wir dann nochmal zurück, weil wir sind ja eigentlich recht schnell unterwegs. Ja, zur Wetterstation, wenn du meinst. Ja. Ich jetzt erst nochmal hier ins Gebäude, bisschen looten, weißt du? Hier hinten beim Pier oder was? Ja. Alles klar, ja, da musst du ja eh hin. Gut, dann gehe ich mal auf die Position wieder zurück. Je nachdem, was wir da finden, können wir auch dann gerne raus. Das Wichtigste war jetzt erstmal die scheiß Waffe loswerden. Ja. Und du wirst es nicht glauben, Hero, ich habe zweimal Fressen gefunden. Das heißt, wenn uns die Energie ausgeht, habe ich auch was zu futtern dabei für uns beide. Ja. Ich bin hinten beim Pier. Ich renne jetzt gerade dahin. Ich komme unten am Wasser zum Pier. Da läuft ein Skeff auf dem Pier, gerade Richtung von den Booten zum Pier. Bist du hier unten am Laufen? Ich bin unten, ja. Ich sag ja, ich komme von unten am Wasser. Naja,
So, Achtung, ich komme jetzt hier gleich hoch und der Skeff ist direkt vom Boot aus hier hochgelaufen. Ich habe nichts gesehen. Ich habe ihn aber gesehen, deswegen sah ich es dir. Ich habe nur eine in der Hündehütte, da steht. Hier links das. Hast du ihn? Nee. Ja, jetzt danke. Sicher erstmal das Gebäude. Und noch einer. Warte. Shit, Blendgranate. Oh, hoffentlich kommt da nicht noch eine. Wo ist denn der? Ich glaube, der ist tot. Ja, den habe ich erwischt. Der stand links neben dem Gebäude. Das bin ich, ja. Ja, gut. Ich bin da gerade raus. Der liegt hier an der Ecke. Ja, ich weiß, den habe ich jetzt hier. Den bin ich gerade am Looten. Der hat mir direkt mal mit seiner SKS-Paar gedrückt, ey, der Wichser. Ja, das war's auch. Tschüss, Amor. Das hat nichts bei. Was? Nee, ich hab das Gift, hat nichts bei. Oh, eine Schiene. Ein Schlüssel. Nee. Steh auf. Jetzt zum Gebäude. Ja, ich bin hinter dir. Ich bin direkt hinter dir. Habe ich gehört. Ja, nur nochmal zur Sicherheit. So. Hinter uns die Tür zu. So, oder hier ist Gift One. Hoffe ich jetzt mal einfach, dass hier noch keine Player sind. Ich lad nach, ja. Und jetzt decke ich nach. Sind dann alle gesund mal 100 Meter weit weg stehen, ist immer super, oder wenigstens 50. So, gibt es oben noch was zu finden? Ich habe die Safes gerade aufgemacht. Ah, ich bin unten am Gucken. Ach, du bist jetzt oben, ja, dann brauche ich ja nicht hochkommen. Hier liegt nichts weiter rum. Laden. Nachstecken. Oh, draußen Skeff. Ja, soll ich den machen? Dann kann ich nämlich auch mal den Skeff erschießen. Wenn er hier die Tür aufmacht, ist er tot. Lass mich mal, ich geh mal gucken, wo er ist. Hier sehe ich ihn nicht, lass mich mal da durch. Nein, oh! Was denn? Ich hab dich fast über den Haufen geschossen. Wollte gerade sagen, hast du mich jetzt den Arm weggeschossen, ja, oder er? Ja, das war ich, weil du an mir durchgelaufen bist. Ich hab als erstes Feuer eröffnet und dann kamst du durch mich durch. Oh. Hey, ich hab einen Skeff unter Schmerzen, weil du mir den Arm gebrochen hast, getötet. Danke, bitte. Keine Ursache, gern geschehen. Oh Gott. Läuft er durch mein Schussfeld hier. Ich hab gesagt, überlass den mir. Willst du eine Schiene haben? Ich hab eine gefunden. Oh, das selber, ne? Ich hab selbst, keine Sorge. Oh. Ich hab doch gesagt, ihr macht das so. Jo, mega gut. Fucking love it. Lass ihn mir mal, jo. Dann macht er die Tür auf und kommt rein. Was soll ich machen? Ich musste schießen. Alles gut, hab ich was gesagt? Ja. Kommt er durch mich durchgestürmt und macht hier den Rambo. So geil. So, jetzt erstmal nachladen. So geile Munition. Nachstecken trainieren.
Hängt da noch irgendwas bei? Ich habe nur die Viererweste, die er anhatte, die da jetzt gerade, die ich zerschossen habe, habe ich jetzt gerade mal gewechselt, weil sie trotzdem noch mehr Trefferpunkte hat als meine. Ach so, ja. So, Munition entladen, was hat er denn dabei? Ach, scheiße, Muni. Ja, liegt soweit ganz gut. Essen und Dings noch so bei 60%. Wegwerfen, wegwerfen, wegwerfen. Ach ja, Gesundheit. Arm wieder dran tackern. Zack, zack. Ganz genau. Prüfen. Das gibt 80 Energie. Ich bin jetzt bei 50. Willst du dann dein Fressen haben, Hiro? Dann können wir uns das direkt reinpfeifen. Ja, ja, schmeiß mal her hier schon mal. Ja. Wegwerfen liegt jetzt hier irgendwo unter mir. Findest du es? Ja, da liegt es. Ah, Notration. Ja. Habe ich zwei Stück gefunden im Dings. Na dann. Guten Appetit. Überall fehlt ein HP, weißt du? Durch diese scheiß Blutung. Hast du nichts zum Heilen? Ja doch, aber ich muss jetzt jedes einzelne wegen einem HP jedes scheiß Körperteil anklicken. Weißt du doch, wie es ist. Also ja, jedes Mal ja. Heilung betätigen. Ja, ja. So. Ich wäre einsatzbereit wieder. Gut, ich auch. Ich hab schon. Okay, dann. Ausrüstung. Sieht gut aus. So. Dann erst zu den Dingern, oder was? Du wolltest zur Wetterstation, ja. Ja, deswegen habe ich nur gefragt, wenn du was gefunden hättest. Hier hast du die Dings gelootet hier? Was? Hier die alle. Was wäre, wen wenige gelootet? Wo bist du denn? Bist du hier im Gebäude noch oder wo bist du? Nein, ich bin draußen. Dann komm mal rein. Hast du die hier gelootet? Hier die alle? Nein, hab ich nicht. Ich wusste dann nicht, mach, dann aufnehmen. Such dir den anderen Container und dann mach auf. Hopp. Hier ist nichts drin. Müssen wir auch leveln. Siehst du, Zündkerze gefunden. Brauchst du noch irgendwas für eine Quest? Nicht, dass ich wüsste. Also ich weiß Geld nicht. Gefunden. Hey, bei mir ist ein USB-Stick drin. Gibt's ja gar nicht. Den kann ich gebrauchen. Die Zündkerze und das Geld behalten wir. Weiter. Geht der dann auch noch auf? Nee. Der hier, aber der hier liegt, der geht noch auf. Solaris. So, mache ich die zwei unteren, du machst die zwei oberen und dann können wir weiter. Ja, ja. Bei mir war nur in einem was drin. Ist total beschiss gewesen mit dir. So, den habe ich. Den hat er. Stopp, den anderen gucke ich mir noch an. Ach, guck nochmal hinten zum Pier. Den hier noch durchsuchen. Manometer und Zigaretten. So. Von mir aus können wir. Genau, wie viel haben wir in 30 Minuten noch? Ja. Wasserhaushalt passt akzeptabel. Eigentlich. Also eigentlich können wir es machen, ja. Wenn wir uns bewegen, ja. Lass mich gerade nochmal ab. Scheiße. Lass mich gerade gucken, damit ich weiß, wo es ist. Laut meinem Kompass glaube ich irgendwo so bei 50 Grad. 45. 40, zwischen 14 und 45 Grad. So um die Antennen, okay. Hä? Na, der, die Wetterstation, nee, so auf 40 darum Grad. Darum geht's, ne? Das weiß ja. Ich, wo die ist. Ich wollte wissen, was ich da, wo ich den Störsender dran packen muss. Das wollte ich wissen. Achso. Das ist jetzt bescheuert, wo wir langlaufen, aber.
denn jetzt hier schöne Gegenden gibt mit einem Tunnel, den dann noch von vorne kommen kann. Vor allem hier über das Scheißding konntest du nicht drüber springen. Was für ein Beschiss ist denn das bitte? Tja. Klettern gibt's noch nicht. So, die Wetterstation müsste jetzt eigentlich direkt hier hoch sein, theoretisch. Na, auch leicht aus der Puste. Was? Da oben ist sie, die Wetterstation schon. Schön auf dem Hügel. Kein Problem, wir müssen ja nur kurz hinrennen. Okay. Schön über das freie Feld, damit man voll den Arsch. Ich glaube, wir hier ein bisschen durch die Bäume, wo wahrscheinlich die Leute noch mehr hinziehen, weil sie wissen, dass man durch die Bäume geht. Kommt man da hoch? Ich glaube da, hä? Ja, sieht gut aus. Schön über das freie Feld, dass man auch noch über die freiere Fläche hochgehen kann. Oh, ich hasse diese Map. Oh Mann. Ich will da nicht hoch. Komm, geh hoch, geh hoch, geh hoch, lauf. Nicht aus der Puste, nicht aus der Puste. Nicht aus der Puste. Jetzt wartet hier oben einer und wir sind K.O. Wir sind auch, können auch Skeps sein, passt wieder auf, weil wir haben hier null Deckung. Null Deckung? Das ist schon was Minusdeckung, die wir hier haben. Richtig schön beschissen hier. Weiß ich. Sehe jetzt aber auch erstmal keinen. Möchte ich hier? Ist das die? Nee. Soll ich jetzt noch gucken, welche scheiß Schüssel das ist oder was? Oh fuck, ey. Hier ist es. Schütze das Teil 10 Sekunden. Jo, mach mal. Hier unsere einzige. Abgeschützt. Abflug. Na, Gott sei Dank, das ging aber schnell. 10 Sekunden nur. Anstatt 3 Sekunden das Ding da hinlegen, ja. Hier reingucken. Ja, wenn wir schon mal hier sind. Schnauze. Okay. Schnauze. Hast du? Ja. Gut. Safe. Sieht so aus, ja. Ja. Guck grad nochmal oben. Jo, safe. Hier oben ist noch ein Handbohrer. Ich könnte ihn einpacken, ja. Die Tür kann man nicht zumachen, wie ungünstig. So, ich loot jetzt hier mal den Skiff. Handbarrow könnte ich einpacken. Ey, Bandagen. Ja. Batterien braucht keine Sau. Glühbirnen lassen sich gut verkaufen, wenn ich mich recht erinnere. G-Phone gibt auch Geld. Klebe eine AKSU, Junge, mit einem 10er Magazin. Nicht schlecht. Kleiner ging's nicht. Was hat denn da für Munition drin? PS-Muni. Ja, die beste Muni, die es gibt. Ein Träumen. Ja. Ab wann ist man überladen? Sobald das Ding gelb wird. Das müsste orange wird. Das müsste... Ich glaube bei 40 oder 50 Kilo irgendwo da fängt es an. Achso, gut. Das müsstest du eigentlich schon erreicht haben, wenn ich ja schon alles mich recht erinnere, was du so gelootet hast. Ja. Ich komme jetzt hoch. Ja. Die ganzen Dinger habe ich schon durchsucht und auf dem Schreibtisch ist dieser Handbohrer. Hier liegt eine kleine Uzi. Ja, die habe ich weggeworfen. Achso. Ja, die nehme ich. Die hatte ich nur als, ja. Wo ist der Handbohrer? Inzwischen habe ich wertvollere Sachen hier gefunden, deswegen habe ich die weggeworfen, nimmt 4 Plätze weg. Ach so. Dann nehme ich jetzt den Handbohrer mit. Der ist unbequem und handlich. Zugleich. Weil ich habe alles raus schon. Ich habe schon, falls du nur die Punkte. Nee, ich will nur, dass ich wegen der EP ja Leute durchsuchen.
Den hat aber auch keiner mal eine Rüstung an, ne? Hast du dem seine Schrot genommen? Ja. Warum Wieso? Hast du nicht die Muni mitgenommen? Weil ich die Muni nicht haben brauche. Ich habe die nur hinten in die Tasche gesteckt, schnell. Ich Achso, ich dachte, du hättest. Nee, nee. Ja, deswegen dachte ich, vielleicht als Zweifel willst du auch Munition haben, weil. Nee, nee. Da habe ich die andere schon mit 10 Schuss, falls. Das ist so. Oh Gott, dann nehme ich die schnell in der Hand. Ich stehe gerade oben und gucke hier aus den Fenstern raus. Ah, hier ist ja noch ein PC. Warum hast du den denn nicht gelootet? Vielleicht da noch etwa. Weil da natürlich auch nichts drin ist, war ja klar. Das wusste ich natürlich. Ich reiß hier alles so, auf jedes Mal. So, wir haben jetzt noch 22 Minuten. Oh, wollen wir Abflug machen oder noch zur Radiostation? Na, wie weit ist denn die Radiostation? Warte mal, da muss ich ja gucken. Direkt neben dran, neben der Wetterstation. Radio, da ist Radio Tower. Ja, da müssen wir noch mal ein Stück zurückgehen. Ja, komm, dann sind wir da gewesen. Müssen uns aber ein bisschen sputen. Ja, ist mir schon klar. Na, aber sind wir schon in der Nähe davon. Also vom EP-technisch war das schon mal gar nicht schlechter als der Radio. Ich sehe es schon von hier. Ja, frage ich jetzt, wie wir da ankommen, weil wir laufen jetzt einmal über das freie Feld, theoretisch. So, Ausdauer regenerieren, irgendwo, wo gerade, wo scheint mir das weniger einer schießt. Wahrscheinlich wird es eher, dass einer von links kommt, der von Dorms sich zurückzieht, sage ich schon von Dorms. Ne, die gehen, wenn dann durch den anderen, durch den schnellen Exit, weißt du, der da ist. Ach so, wenn der so offen ist, ansonsten gehen sie, denke ich, eher außen am Rand entlang, weil sie ja zu dem Exit wollen mit so. Road to Customs. Okay, eben das, was ihnen passt. Das ist klar, sicher sein kannst du nie, aber es ist so das, was ich vermute. Aua. Alter. Ich hab gar nichts gemacht. Hast du das oder? Nein, ich bin hier auch gerade irgendwo gegengelaufen. So, ich hab's platziert, wir können weg. Hopp. Zeit ist um. Sauber. Und weil es so schön war, wieder zurück. Yippie. Er hat jetzt beim Rüberlaufen gut funktioniert, also müssen wir es gleich wiederholen, um sicher zu gehen, dass wenn sich einer doch nicht getraut hat zu schießen, vielleicht jetzt nochmal die Chance hat. Genau. Weil man muss die Leute ja animieren, ja? Also genau. Sie haben jetzt noch eine Gelegenheit. Dann läuft der Timer ab und dann sieht er, wie wir zurücklaufen. Freischuss. Denkt sich, oh, jetzt habe ich die Chance vertan. Dann laufen die Idioten zurück. Ja. So, wir gehen unten lang, oder? Ja. Alter, Ausdauer ist. Ja. Sowas von ein rares Gut. Und dann haben sie es noch runtergeschraubt, die Drecksäcke. Ja, den Bonus halt eben, ja. So, was sagst du, versuchen oben bei der Powerstation entlang zu gehen und da die Brücke nutzen oder unten an der Straße? Weil zwischendurch ist ja der Damm, da können wir nicht durch. Ja. Das, was jetzt? Ja. Powerstation. Ja, wo lang? Ja, Powerstation. Gehen wir mittig da durch. Probieren wir es. Powerstation? Ja. Echt? Okay, gut, dann gehen wir hoch. Müssen wir hoch. Ja, aber im Bildschirm haben wir doch schon. Ey, und? Komm. Ich wäre aber unten lang gegangen, ey, ich lieber. Ja, wenn du meinst, es ist für dich sicherer, dann gehen wir unten lang. Dann, jetzt können wir es noch ändern. Ja, dann gehen wir unten, ja. Ich würde lieber unten lang gehen. Wenn wir erschossen werden, ist deine Schuld. Ja, dann kann ich mir leben. Ja. Mir wäre es zwar lieber, wenn du recht hast. Wir können uns doch aufteilen, wir machen 50-50. Richtig, ja, dann sehen wir, wer recht hat. Ja. Und dann sehen wir uns treffen wir uns vorm Dings, vorm Tunnel. Jeder denkt, es ist ein feindlicher Spieler und dann erschießen wir uns doch gegenseitig. Das wäre noch die Krönung. Und den Arm habe ich doch heute schon. Ja, du hast schon mehrfach auf mich geschossen. So ja, als Gaff, als auch als Player. Ja, als Gaff ist nicht so schlimm. Ja, ist das du. Ich bin Gaff. Links, ja. Sehe ich nicht. Ich sehe ihn. Okay, weg ist er. Ja. Ich habe nur noch mal drauf geschossen, weil es am Boden lag. Ich wusste nicht, ob er sich hingelegt hat. Aber der ist mir selbst mir zu offen. Der kann mich mal. Ja, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt hin. So, ich kann jetzt einfach laufen und nachladen, weil ich hab's ja jetzt rausgenommen. Das ist so gut. Gerade nochmal sicher gehen. Ja, okay. Ja, wieso ich das nicht schon vorher gemacht habe, ey, es ist echt.
Weil so ein Käse. Ja, aber Schutz. Ich weiß nicht, wann man das nutzen soll, das Magazin wegwerfen, echt nicht. Ja, meistens schickt man ja sowieso in den Deckel. Und wenn, dann kommt man eh nicht dazu, sein Magazin so schnell zu leeren, dass man nochmal. So, was sagst du jetzt? Hier, hier schon deine, runtergehen oder da vorne? Wir müssen eigentlich hier runter, gell? Weil sonst kommen wir, genau, weil sonst kommen wir eh nicht wegen der scheiß Leitplanke. Ja. So. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Ausdauer. Gehen wir unten entlang, also zumindest bei der Gasstation unten entlang und dann hoch in den Wald oder? Ja, auf dem Stückchen Gras würde ich dir empfehlen. Oder willst du unten da lang gehen? Gut, ich würde gerne hier, also dass wir aus der Sichtweite von der Tanke sind, weißt du? Ja, gut. Weil hier ist ja eigentlich recht. Zwar nicht komplett geschützt, aber zumindest besser geschützt, als wenn wir oben auf der Straße entlang gehen. Ja. Das Passfass habe ich schon, da habe ich die Notrationen her. Das brauchst du nicht mehr gucken. Mache ich auch nicht. Ne, ich wollte es nur nochmal sagen, dass du jetzt gedacht hast, gleich wegen Looten. Ne, ne, sonst hätte ich schon was gesagt, ob ich noch was looten will. So, und jetzt würde ich hier gern hoch in die Wälder. Ja, bin auch eigentlich recht voll gepackt. Ausdauer aufnehmen. Ja, ich habe auch nur normal, alles gut. Wäre ich nah an, ne? Sie sind im Village. Sie sind im Village, ja. Dann sehen wir zu. Dass wir hier wegkommen, ne? Ist jetzt schlecht, wenn da einer auf dem Scheiß. Habe ich nicht dran gedacht, wenn da oben einer sitzt, dann hätte er uns weggeholt. Deswegen laufe ich auch oben lang. Über den Tunnel, ja. War gerade dumm von mir. Hab ich nicht mehr dran gedacht. Glaubt ihr ja nicht, ich bin Trottel hinterher. Ganz so dämlich bin ich nicht. Nee, ist alles richtig. Wenn wir beide in einer Schusslinie sind, von zwei Schuss sind wir beide weg. Rechts an der links vorbei. Komm jetzt rüber zu dir. Ei, 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 ei. Was ist denn? Sehr schön. Was für ein Tag. Wow. War gut. Ja, war sehr, sehr gut. Ja, war schön. 35 Minuten im Spiel. Ja. War ein ganz schöner Ausflug. Kein Spieler getroffen. Also bei unserem Weg hätte ich jetzt drauf schwören können, dass wir wenigstens einen oder so mal sehen. Dafür war, deswegen, das weiß ich ja nie, ob die alle ins Resort rennen, ja, und sich da battlen, weil da war ja Handgranaten Paradise, nach dem, was die sich da 4 Skeffs, 4 Kopfschiffe, so spielt man das, jawohl.